Ihnen allen ein ganz herzliches Willkommen an diesem Nachmittag hier auf der Langensteinbacher Höhe. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir hier so zusammenkommen können. Das ist so eine typische bunte La Höhe-Mischung, wie ich sie hier so vor mir sehe und wahrnehme, bestehend aus den Gästen, die gerade zufällig im Haus sind, denen, die hier so zur Gemeinde gehören, Freunde, ganz unterschiedlich. Herzlich willkommen, wunderschön, dass Sie da sind. Ein herzliches Willkommen auch an die, die auch an diesem Nachmittag mit uns über den Stream verbunden sind. Sehr schön, dass das möglich ist. Das war vor 65 Jahren noch nicht möglich. 1959 wurde dieses Werk tatsächlich gegründet. Und wir haben zum letzten Mal so richtig gefeiert vor 2009 zum 50-Jährigen. Da haben wir gedacht, das ist mal so ein richtiger Anlass. Der nächste Anlass ist ja dann der 100. Und da das bis dahin noch so weit ist und wir nicht wissen, was der Herr so heilsgeschichtlich vorhat, dachten wir, ja, es ist die Chance. Beim 60-Jährigen haben wir so ein ganz klein wenig mit einem Tagesseminar das begangen. Und beim 65-Jährigen, ja, Sie haben es heute Morgen mitbekommen, kam uns diese wirklich richtig gute Idee, den, der seinen 90. Geburtstag feiert in diesen Tagen, zu bitten, doch aus seiner eigenen Erfahrung auf die von ihm selbst allen miterlebten 65 Jahren zurückzugucken. Wenn das jemand kann unserer Mitte, dann er. Und deswegen möchte ich mich auch an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Eckhard Meyer bedanken, dass er sich hat überreden lassen. Nee, war aber nicht so viel. Nö. Das wäre übertrieben. Er hat sich gewinnen lassen, diesen Nachmittag mit uns hier so zu gestalten. Und Sie sehen, es ist alles vorbereitet, alles präpariert. Alle warten nur darauf, dass ich abtrete. Und das tue ich jetzt sehr, 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 sehr gerne, damit er hier antreten kann und uns mit hineinnehmen kann in diese Geschichte, die für uns, die wir mit diesem Haus und Werk und dieser Gemeinde verbunden sind, ein Grund voller Dankbarkeit ist, voller Dankbarkeit an unseren Gott, an unseren himmlischen Vater, der das alles hat so werden lassen. Und das wird diesen Nachmittag garantiert auch bestimmen. Und dafür danken wir ihm. Und deswegen beginnen wir mit einem Gebet und dann wird Eckhard Meyer übernehmen. Ja, lebendiger Gott und Vater, das wollen wir sehr, sehr gerne am Anfang dieses Nachmittages tun, dir jetzt schon unser Dankeschön sagen für das, was in diesen letzten 65 Jahren auch an dieser Stelle geworden ist. Und was du geschenkt und gegeben, was du bewirkt hast, und diese Segensspur zu entdecken, das macht dich, unseren Herrn, groß, das ermutigt uns, dir zu vertrauen und das ehrt dich. Und wir danken dir, dass wir jetzt so hier zusammen sein können und wir bitten dich, dass du über all den Bildern, über all den Worten zum Zug kommst und dass wir ein Stückchen mitstaunen dürfen über diesem kleinen Detail deiner Reichgottesgeschichte, die auch an diesem Ort geschehen ist. Wir preisen dich, wir danken dir und wir geben dir die Ehre. Amen. Bitte. Wir wollen heute Nachmittag etwas Rückschau halten. Und es ist für mich immer wieder faszinierend, die Führungen des Herrn zu überdenken und mir das klarzumachen. Nicht nur was Langensteinbacher Höhe angeht, sondern auch so und so vieles anderes. Es ist eine lange Vorgeschichte, wenn es um unsere Lebenszeit geht. Für den Herrn ist es eine ganz kurze Zeit natürlich, wenn es überhaupt eine Zeit gibt, was nicht der Fall ist. Und ich darf Ihnen sagen, wir haben also gemeinsam, ich durfte dabei sein, mit anderen 6 Gründungsmitgliedern dieses Werk zu gründen und zu beginnen. Und Sie werden viele Bilder sehen, wie das damals geschehen ist und wie wir zu dem kamen. Ich muss Ihnen sagen, hätte man damals uns so einen kurzen Blick in die Zukunft gegeben, auf den heutigen Tag, wir wären aus dem Staunen nicht rausgekommen. Es ist sehr viel mehr geworden, als wir jemals erwartet haben. Denn wir waren eigentlich sehr demütig in dem, was wir begonnen haben zu tun. Und ich darf Ihnen sagen, diese Führung bis heute ist ein volles Jahrhundert. Denn der Initiator ist 1923 geboren worden. Und das war der erste Schritt, der notwendig war, um überhaupt so weit zu kommen, wie das heute der Fall ist. Und wie es Gott auch gefügt hat, dass es ist. Und das sind große Führungen. Ich habe mal vor kurzem einen Vortrag zu halten gehabt über die
Gründung des Staates Israel, ich will das nicht vergleichen mit uns jetzt gerade, aber nur überhaupt generell, das waren in Europa 400 Jahre, bis der Staat gegründet wurde. Schritt für Schritt. Und jedes Glied, was da geschehen ist, war notwendig, damit das Ziel erreicht wird und der Staat erreicht wird. Bei uns in unserem ganz kleinen Rahmen, ich will gleich wieder den anderen großen Rahmen dabei vergessen, ging es natürlich um einen Menschen. Gott erwählt in vielen Dingen einen Menschen, um mit ihm zu handeln. Und dieser Mensch kommt aus einer Familie. Deswegen muss ich Ihnen auch etwas über unsere Familie sagen. Nicht, weil ich so eingebildet bin, dass unsere Familie nun hier bekannt werden muss, absolut nicht, sondern ganz einfach nur, um den Rahmen zu zeigen, wie dieser Initiator, möchte ich ihn mal nennen, überhaupt auf den Weg gekommen ist. Und ich bin also der letzte Zeuge der Gründungsmitglieder. Aber wir dürfen anschließend noch wenige Minuten hören von der Frau eines Gründungsmitglieds, die unter uns hier sitzt, Frau Lore Daum. Und sie wird auch noch aus ihrer Sicht kurz was anfügen, damit das abgerundet wird und nicht so einseitig ist. Ja, ich bin 90 Jahre alt, war damals 25, so viel können Sie sicher noch rechnen. Aber in dieser langen Zeit ist es natürlich nicht nur der Initiator gewesen, sondern es kamen viele gläubige Menschen hinzu, die prägenden Einfluss hatten, tragende Säulen für all das, was bis heute geschehen ist. Dieses Werk, ich glaube, da stimmen Sie mit mir überein, ist ein Beispiel, über das man staunen kann, wenn man die Führung Gottes dahinter sieht. Und wir wissen, wir können dieser Führung vollkommen vertrauen. Denn Gott kommt zu seinem Ziel. Er verfehlt es nicht. Deswegen habe ich hier auch schon gesagt, Entstehung unter der Führung des Herrn. Ganz kurzer Blick in die Bibel. In Jesaja heißt es ja, ich bin der Gott und sonst ist keiner. Und dann ab dem 10. Vers, der ich von Anfang an das Ende verkünde. Das können wir eigentlich uns gar nicht vorstellen. Und von all das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Das haben wir heute als Beweis vor unseren Augen, dass er zum Ziele gekommen ist. Und wenn wir darüber nachdenken, dann wissen wir, dass es für Gott keinen Zeitablauf gibt. Und das zu verstehen, das ist natürlich ein Kunststück. Ich möchte einen kleinen Anstoß geben. Wenn Sie sich vorstellen, ein Regisseur beginnt einen Film zu projizieren oder zu projektieren. Und dann entwickelt er den und schneidet ihn und so weiter und so weiter. Dann steht der Regisseur außerhalb der Zeit des Filmes natürlich, klar. Wir dagegen, wenn wir hinterher den Film ansehen, wir werden dann hineingenommen in die Zeit des Filmes. Lassen Sie das nur mal so einen kleinen Anstoß sein, wie man verstehen kann, dass jemand außerhalb der Zeit steht und das plant. Und er kommt, wie gesagt, zu seinem Ziel. Heute Morgen hat Bruder Rose ja darauf hingewiesen, was sein Wille ist. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, das war das der erfüllende Gedanke, der uns auch immer Mut gegeben hat. Und deswegen sind wir so weit gekommen. Ja, lasst uns anfangen mit der Familiengeschichte. Es geht ja nicht anders. Hier ist der Initiator zu sehen, auf der linken Seite. Der kleine Hartmut hieß er ja, damals noch Meier. Der Gerber kam später dazu. Das war der Geburtsnamen unserer gemeinsamen Mutter. Und mein Vater oder unser Vater war Gymnasial.
Professor in Karlsruhe in der Goetheschule, 80% schwerkriegsbeschädigt und deswegen hatte er auch schon sehr viel erlebt. Wir hatten auch noch einen älteren Bruder, der ein Jahr älter war wie Hartmut, der ist hier rechts zu sehen. Das war natürlich dann in der Zeit der Nazis. Als ein Dritter hinzukam, nämlich der kleine Bursche hier in der Mitte, der kleine Eckhart, teilweise Ecki genannt, und die beiden Brüder haben Braunhemden, man sieht es hier nicht, aber Sie können es erahnen, denn es war ja absolute Pflicht, dass sie zum Jungvolk gehen in dem Alter. Mit 10 Jahren wurde man einfach einberufen, gab es keine Alternative. Die Siegesrune war noch auf dem Ärmel meines Bruders Günther hier zu sehen. Ich muss Ihnen sagen, wir waren gespalten, denn mein Vater und auch mein Großvater waren strikte Gegner der Nazis. Mein Vater sagte immer MM statt Hitler, Massenmörder. Aber es war absolut undenkbar, dass wir auch nur eine Silbe oder ein Wort außerhalb des Hauses sagten. Denn das hätte furchtbare Folgen haben können. Und deswegen müssen wir in dem Rahmen das auch sehen. Ja, meine Brüder haben dann Abitur gemacht, wurden sofort eingezogen in den Reichsarbeitsdienst, so hieß es damals. Hier sieht man noch die Armbinde, die rote Armbinde mit dem Hakenkreuz. Und so haben sie also im Krieg dann ihren Dienst begonnen. Und anschließend, sie konnten sich freiwillig melden, haben sie dann sich für die Luftwaffe entschieden und haben dort ihre Karriere gemacht. Weihnachten war immer eine schöne Zeit für unsere Familie, denn immer wieder haben sie die Möglichkeit zu kommen. Das ist Weihnachten 42. Links ist mein Bruder Günther zu sehen und rechts mein Bruder Hartmut, wie gesagt. Und mein Bruder Hartmut, das sehen Sie hier, das Pilotenzeichen für Segelflug und außerdem das Reiterabzeichen, das waren also seine Hobbys. Und ansonsten war er ganz und gar erfüllt von dem Gedanken, Arzt zu sein und zu werden. Ich darf Ihnen mal eine kleine Episode, die unsere Mutter immer wieder mal erzählt hat, anfügen. Dazu, sie waren, als er 5 war, noch bevor er in die Schule kam, in einem Krankenhaus. Und dann wollte meine Mutter wieder gehen und dann sagte er, nein, Mutter, also geh du nach Hause, ich bleibe hier, ich werde Arzt. Nun, einem 5-Jährigen kann man das auch mal abnehmen, ja. Und dann sagte sie, also nein, das geht nicht ganz, denn müsst ja mindestens lesen und schreiben lernen, sonst kann ich ja gar nicht. Ja, das hat er eingesehen dann und meinte, ja gut, also er geht dann 2 Jahre in die Schule. Und dann aber. Also nur, dass Sie wissen, dass er von Grund auf dieses erfüllte Herz hat, ärztlich zu dienen. Ansonsten möchte ich noch etwas verweilen, und zwar, was die Führung von den beiden anging. Und links, mein Bruder Günther, war dann während des Krieges, wurde ausgebildet und war selber Ausbilder und was weiß ich, hat also viele Dienste gehabt. Und dann war er Fernaufklärer, und zwar von Norwegen aus. Und ist dann vom ersten Feindflug nicht zurückgekehrt. Er ist also verschollen, man sagte damals, vermisst und das bis heute. Wir haben nie erfahren, was eigentlich mit ihm geschehen ist. Das war die eine Seite. Hartmut, der ist ganz anders geführt worden. Er hat viele Situationen erlebt, die eigentlich erwarten lassen, dass man dabei umkommt. Er ist zum Beispiel 2-mal abgeschossen worden mit dem Flugzeug. Er ist im Ärmelkanal in
zwischen England und Europa da geschwommen und man hat, das Seenotflugzeug hat abgedreht und dann kam ein weiteres zufällig vorbei und der Pilot hatte noch eine Munition, Leuchtmunition, die er dann abgeschossen hat und die haben sie noch gerettet. Und dann in so und so vielen anderen Situationen, einmal stand er an einem Fenster und eine Granate schlug ein direkt vor dem Gebäude. Es war alles durchsiebt von Splittern und er lag unterm Bauschutt in dem Raum. Und er hat noch nicht einmal die Haut geritzt gehabt. Er wurde immer bewahrt. Und ich könnte noch 5 andere Geschichten dieser Art erzählen, die den sicheren Tod bedeutet hätten. Und er wurde hindurchgeführt an der Hand Gottes, möchte ich von heute aus gesehen sagen. Und so ist er also auf seinen Weg gekommen und kam unbeschadet durch den Krieg. Wir hatten natürlich auch eine schwierige Zeit, denn in Karlsruhe gab es gewaltige Luftangriffe. Ich weiß noch, vom 2. auf 3. September 1942 war ein solcher Angriff, der Munitionsfabrik in Karlsruhe, DWM hieße damals, Deutsche Waffen und Munition, gegolten hat, aber ganz in unserer Nähe war das. Und hier sieht man also ein Bild, hinten die brennende Christuskirche am Mühlburger Tor. Und ich sehe mich noch in diesem Luftschutzkeller bei uns auf der Pritsche liegen, die wir da eingerichtet hatten, die Decke betrachten, zu sehen, ob sie runterkommt oder ob sie oben bleibt. Wir wussten nicht, ob wir überleben. Und es sind viele, viele Gebäude in unserer Gegend sind auch zerstört worden. Das ist die heutige Reinhold-Frank-Straße. Damals hieß sie Westendstraße. Und das waren all die obdachlos gewordenen dieser Nacht. Sie sehen heute noch in der Reinhold-Frank-Straße sehr viele neue Häuser. Warum? Weil sie bei diesem Angriff damals zerstört wurden. Das war dann im Zentrum von Karlsruhe, denn dieses Zentrum wurde 80% mindestens zerstört. Das ist gar nicht mehr so bekannt. Das ist der Marktplatz vor dem Krieg und das ist der Marktplatz nach dem Krieg. Da sehen Sie, es sind nur noch Ruinen. Ja, das war also, wie gesagt, eine Zeit, die uns sehr geprägt hat. Und ich war neulich mal wieder in dem Luftschutzkeller und ich habe wieder die Decke angeguckt und ich habe mich sehr genau erinnert. Und ich war damals, wie gesagt, 8 Jahre alt. Und nun, Hartmut war, wie ich vorhin schon sagte, ein begeisterter Reiter und ist bei einem Lehrer, Markewitsch hieß er, ich weiß den Namen noch wie heute, hat er immer Reitstunden gehabt. Und dieser Markewitsch hat ihm gesagt, Hartmut, heute will ich, dass die Inge Blau mal ausreiten kann. Begleite sie doch beim Reiten. Gut, Hartmut hat gedacht, ja, hat das Mädchen nicht gekannt. Die war 13, 14 etwa. Und dann sind sie ausgeritten. Inge Blau ist nach Hause gekommen zu ihrer Mutter und hat gesagt, heute habe ich den Mann kennengelernt, den ich mal heiraten werde. Das war aus der Perspektive damals nicht ernst zu nehmen und die Mutter hat es auch sicher nicht ernst genommen, aber es ist so eingetreten. Man sollte es nicht glauben. Ja, während des Krieges hat Hartmut dann, weil er auf eine Pilotenausbildung dann noch verzichtet, hat er die Gelegenheit gehabt, in Berlin ein Studium zu beginnen und bis zum Physikum des Medizin zu studieren, immerhin. Und seine Freundin, seine Bekannte, seine spätere Frau kannte er da schon und sie hatten also eine Beziehung aufgebaut. In dieser Zeit in Berlin ist noch etwas Wichtiges geschehen. Erstens hat er also auch heftige Angriffe erlebt und sehr viel als Arzt helfen müssen und können. Er ist immer dahin geführt worden, wo das Schlimmste geschehen ist.
Außerdem hatten wir aber eine Tante, die Tante Ursel. Ursel Gerber übrigens hieß sie. Und das war eine gläubige Frau. Und die hat in der Zeit in Berlin schon auf den Hartmut eingewirkt und hat ihn vorbereitet für den Glauben. Da hat er sehr viel erfahren, was der Glaube für den Weg des Menschen bedeutet. Dann war es soweit, es ging gegen Ende des Krieges und Hartmut wusste, er kommt nach Frankreich. Der D-Day ist Ihnen ja bekannt, wo die Amerikaner und Engländer, also die Alliierten, gelandet sind von England her in Frankreich, in der Normandie. Der war schon vorbei und man wusste, das wird also eine lange Schlacht. Und er wusste, er kommt nach Frankreich. Dann sagte er zu seiner Bekannten, Inge, wir wollen wissen, dass wir zusammengehören, lass uns heiraten. Und so haben sie dann im Oktober 1944 schon geheiratet. Hier ist ein Bild von ihnen, wie sie eben damals zum Altar geführt wurden. Auch da durfte ich dabei sein, es war natürlich toll. Das erste Mal für so einen jungen Burschen, sowas überhaupt zu erleben. Und er kam nach Frankreich und hat Schweres auch wieder erlebt. Ich möchte nicht zu viel in Details gehen. Ich kann Ihnen nur sagen, es war für ihn eine belastende und ganz schwere Zeit. Denn er war als Feldunterarzt war er eingesetzt. Und die werden ja immer dahin geschickt, wo die schlimmsten Dinge geschehen. Also wenn eine Artilleriebatterie getroffen wurde und eigentlich nur noch Leichen mit ganz wenigen Verwundeten da waren, dann wurden die Ärzte gesucht und gerufen. Deswegen hat er also das Schlimmste immer wieder erlebt. Und so hat er die Ardennenschlacht mitgemacht. Wer weiß, was das war, damals war. Dann die Schlacht um die Brücke in Remagen zum Beispiel, ist auch so etwas. Das sind alles Dinge, die er, wie gesagt, erlebt hat. Und es endete in Gefangenschaft, Gott sei Dank, in Frankreich bei den Amerikanern und nicht bei den Russen oder bei anderen. Ja, war noch am besten. Aber die Amerikaner wurden mit dieser Masse von Menschen, die plötzlich da waren, gar nicht fertig. Sie konnten sie auch nicht versorgen. In dem Gefangenenlager ist Ruhe ausgebrochen und die Ärzte haben sich zusammengetan und hatten eigentlich nur noch die Möglichkeit, morgens die Leichen rauszutragen. Es war also auch eine furchtbare Zeit. Und dann ist er zurückgekommen nach Ettlingen. Wir sind alle nach Ettlingen gezogen gewesen. Und das ist das Haus, die Villa Blau. Denn Blau ist also der Geburtsname seiner Frau. Und haben dort mehrere Generationen zusammengelebt, auf dem engsten Raum, wie man das nach dem Krieg tat. Das ist in der Buhlacher Straße. Und ich erinnere mich sehr gut, wie er da kam. Und das war ein ganz anderer Bruder. Ich habe ihn erlebt gehabt als fröhlichen, aktiven Bruder, der immer Ideen hatte und der im Zusammenleben eben inspirierte. Und er kam als ruhiger, deprimierter junger Mann zurück. Und nun gut, das hat sich etwas gebessert, aber es hat sein ganzes Leben geprägt. Er war nie mehr der gleiche, wie ich ihn damals als kleiner Bub erlebte, mein großer Bruder. Und das war auch eine Zeit, in der er kein Auskommen hatte. Er war verheiratet. Und hatte aber keine wirtschaftliche Grundlage, denn er hat erst das Physikum gehabt, konnte sich also nicht als Arzt niederlassen. Und sein Schwager, der Bruder von Inge Blau, ist aus Russland gekommen, verletzt, hatte auch eine Frau geheiratet und die mitgebracht. Und so waren die beiden da. Es gab zwar eine Firma, Hack und Blau, die von dem Vater von Inge gegründet wurde,
aber die war eigentlich durch die Kriegsereignisse nicht mehr in der Lage, irgendwie eine materielle Basis zu sein. Und deswegen mussten die beiden sich selbstständig in eine Lage versetzen, wo sie überhaupt ihre Familien tragen können wirtschaftlich. Deswegen wurde dann in der Garage hinter dem Haus wurde begonnen, etwas herzustellen. Was brauchte man nach dem Krieg? Man brauchte Baumaterial. Und da war es mal naheliegend, dass man halt mal Dachziegel herstellt. In dem Fall nicht aus Ton, sondern aus Beton. Die wurden von Hand großenteils gemacht, und zwar Biberschwänze. Und damit Sie wissen, was ein Biberschwanz ist, habe ich hier rechts ein Bild. Und diese Biberschwänze wurden dann auf, die sieht man also hier im Vordergrund von der Garage, wo sie 28 Tage liegen, bis sie verkauft werden können. Naja, so begann das. Ich muss große Sprünge machen, sonst sind wir heute Abend noch nicht fertig. Und so sehen Sie, die Garage wurde ausgebaut. Es kamen andere Dinge dazu, zum Beispiel Deckenträger, von denen es auch hier im Haus noch viele gibt. Hier übrigens, Lastwagen war natürlich schwierig damals. Das sind Pferdefuhrwerke. Ja? Also das sind alles Dinge, wo jemand, der heute die Zeit kennt, staunt darüber. Und so wurden also dann Decken hergestellt, erstens diese Träger und dann dazwischen Deckensteine und damit wurde dann gebaut. Und dann hat man immer weiter gemacht, indem dann stockwerkhohe Platten hergestellt wurden und dieses Haus, was da gebaut wird, das steht, stand bis letztes Jahr oben in der Kolpingstraße in Ettlingen. Übrigens, kleinen Ausflug. Da ist ein Kran. Kran konnte man nicht kaufen. Wenn man also auf der Baustelle so einen Kran gebraucht hat, dann musste man den Kran bauen. Das haben wir auch gemacht. Deswegen sieht er so einfach und ein bisschen primitiv aus. Ja, und das ist also das Gebäude, als es im Rohbau dann stand. Und diese beiden Gebäude standen bis vorletztes Jahr in der Kolpingstraße und wurden erst im letzten Jahr ersetzt. Also, das ist so ein kleiner Rückblick. Ja, jetzt eine kurze Überlegung. Mein Bruder war mit Rudolf Steiner und dem Neuen Testament. Sie wissen, Rudolf Steiner ist der Gründer der... Entschuldigung, ich komme gerade nicht... Anthroposophen, ja, Entschuldigung, lauter. Ja, denn meine Mutter war etwas liiert mit den Anthroposophen und dadurch hat sie also da natürlich auch einiges weitergegeben. Über dem Bett sehe ich heute noch das Bild von Rudolf Steiner, dem Gründer der Anthroposophie. Und so ist er also mit diesem Bild oder mit einem Buch von Rudolf Steiner und mit dem Neuen Testament in den Krieg gezogen. Gläubig in unserem Sinne war er nicht. Er hatte einigen Input bekommen von unserer Tante Ursel in Berlin, das habe ich ja schon gesagt. Aber es musste ein Schritt in diese Richtung ja geschehen. Das kann man sich vorstellen. Und bei einer Evangelisation von Pfarrer Fuchs, der in Durlach damals gewirkt hat, kamen sie beide zum Glauben. Hartmut und seine Frau Inge. Und zwar kamen sie dann auch in Verbindung mit der Brüderbewegung um Karl Geyer, Adolf Heller, Willi Schirmacher und Sie kennen die Namen. Und dadurch ist er auch zu der Heilsgeschichte als biblische Wahrheit und biblische Grundlage des Heils gekommen.
Und das war natürlich etwas sehr Überzeugendes, was ihn erfüllt hat. Und in der Zwischenzeit sind dann auch Kinder gekommen. Und er wollte oder hat sich angemeldet gehabt bei einem Hauskreis in Ettlingen, bei Kurt Exner auf dem Marktplatz. Dort steht das Haus. Ich denke jedes Mal dran, wenn ich dran vorbeikomme. Aber es waren die Kinder alleine zu Hause. Was tut man? Den kleinen Bruder, der in der Zwischenzeit natürlich größer geworden war, zu bitten, dass er noch Babysitter wird. Gut, so bin ich also Babysitter geworden. Und habe auf die Kinder aufgepasst. Und naja, Hartmut war klug, hat mir Gnade und Herrlichkeit hingelegt, damit ich eventuell da drinnen lese. Das habe ich auch getan, aber mehr habe ich eigentlich gelernt, als er immer wieder im Garten am Sonntagnachmittag mit mir sprach über alles Mögliche. Und da hat er mir auch die Heilsgeschichte erklärt. Das war für mich auch so erfüllend, dass ich sagte, ihr braucht einen neuen Babysitter. Ja, wieso? Warum kommst du nicht mehr? Ich will mitgehen in den Hauskreis. Und so durfte ich dann am 2. November 1950 bei Kurt Exner in dem Hauskreis eine Entscheidung fällen für Jesus Christus und bin meinerseits zum Glauben gekommen. So, das war natürlich ein ganz wichtiger Schritt, der da gegangen werden konnte. So, jetzt waren dann 4 Kinder in der Zwischenzeit, hat dann nur einer gefehlt, nämlich der Daniel, der ja hier auf dem Gelände wohnt. Aber die Firmen mussten natürlich wachsen. Damals war Wachstum die Grundlage von irgendeiner Entwicklung. Und da kam dann die Idee auf, ja, also an einem Betonmischer stehen heute, also damals meine ich jetzt, 6, 8 Leute mit Handschaufeln und beschicken diesen Betonmischer. Sieht man ja hier. Da könnte man doch, wenn man das mechanisiert, indem man eine Seilwinde baut, die ferngesteuert ist und mit einem Druckknopf bedient werden kann von dieser Schaufel aus, könnte man ja dieses Schüttgut in den Mischer bringen, mit einem Mann nur. Gesagt, getan, wir haben den Handschrapper gebaut. Und großer Erfolg. Der wurde uns als aus der Hand gerissen direkt. Das war die Idee, wie man eben sehr viel wirtschaftlicher Beton herstellen kann. Denn Transportbeton gab es natürlich nicht. Ja, und dann kamen weitere Dinge dazu. Das ist dann ein Silo, wo man volumetrisch die einzelnen Zuschlagstoffe abgemessen hat. Und da haben wir also schon Baustellen beliefern dürfen von großen Gebäuden. Das ist die Schwarzwaldhalle in Karlsruhe. An dem Beton dieser Decke ist sicher große Anforderungen zu stellen, aber das wurde mit einer Betonanlage, die wir geliefert haben, damals hergestellt. Nun, das Abwiegen von diesen Zuschlagstoffen ist genauer. Ich erkläre jetzt nicht, wieso und warum. Es musste ein Wiegesilo her. Und das war ein Wiegesilo. Man sieht hier, wie der Mann mit seiner Schaufel da zuwiegt. Und der Zement kam rechts im Bild mit einer Schnecke. Und da ist auch eine Waage. Ja, so hat sich also Schritt für Schritt eine ganze Reihe von Produkten entwickelt. Das sind solche Winden, oben der Dalli, weiter unten nannten wir das Pony. Und dann war natürlich die nächste Frage, ja, dass der Mann da mit der Schaufel, das sollte eigentlich nicht so gehen. Bei größeren Baustellen brauchen wir ein Radialschraubwerk. Also ich sehe hier den Fritz Mannherz sitzen, der war dabei damals auch. Er liegt noch. Und deswegen haben wir also diesen Radialschraubwerk dann entwickelt, wo die Zuschlagstoffe drumherum liegen. Und dann kann der eine Mann, der da oben drinnen sitzt,
kann also nun den Beton vorbereiten und dosieren. Und wenn man Beton herstellen will, braucht man eigentlich einen Mischer. Deswegen ist dann der Elba-Mixer. Elba war der Name der Firma, Abkürzung Ettlinger Baumaschinen, E-L-B-A, Elba. Und der Elba-Mixer, da sieht man ihn, ist ein guter Erfolg geworden auch. Hier steht er an der Staustufe von Zeltingen. Da war ich übrigens und habe selber das Bild gemacht damals. Wir haben also zwei Radialschraubwerke und dann das Zementsilo oben und zwei Elba-Mixer. Und im Hintergrund wächst der Moselwein. Ja, dann also alles Weinberge. Ja, und naja, der letzte Schritt, der dann bereits die heutige Ähnlichkeit mit dem, was wie es heute gemacht wird, hat, nämlich, dass man LKWs mit Mischern beschickt. Und so ist dann eine große Anlage entstanden, die dosiert hat und Zement beigemischt und gemischt und dann diesen Wagen gefüllt hat. So ist also wirklich eine große Anzahl von Produkten entstanden und die Firmen sind gewaltig gewachsen. Wir hatten eine ganze Reihe von, das sind alles leitende Mitarbeiter in den Firmen. Und in der Firma gab es also auch eine Gruppe, die wurden so etwas ironisch die Betbrüder genannt. Und da war also natürlich mein Bruder und ich durfte auch dabei sein, wenn ich da war. Ich war öfters auch mal im Ausland. Und außerdem war hier da oben der Werner Müller. Der ist auch ein Gründungsmitglied, nebenbei gesagt. Seine Frau ist erst vor 4 Wochen etwa hier ausgezogen und zu ihrer Tochter nach Ravensburg. Aber er ist schon länger tot. Ja, damit Sie auch sehen, wie groß die Firmen wurden. Das ist also in Ettlingen, in Bahnhofsnähe, die Elba. Die sind die großen Gebäude mit den Produktionen, alles, was da nun so hergestellt wurde. Und Versuchsanlage rechts oder in der Mitte oben ist eine Versuchsanlage und so weiter. Auf der anderen Seite der Schienen wurde dann auch noch ein Gebäude erstellt und ein Grundstück gekauft. Und damals haben wir dann die Firma Elba-Tehner gegründet. Elba-Tehner, weil wir Container herstellen. Container ist ja Englisch und heißt Behälter. Wir wollten also Behälter herstellen für Flüssigkeiten. Und da durfte ich also dann auch eine ganze Reihe von Jahren Geschäftsführer sein in dieser Firma. Und da sehen Sie jetzt einige Produkte. Links oben der sogenannte Kubitainer. Das war in Karton eine Kunststoffblase, kann man fast sagen, die gefüllt wurde mit allem Möglichen, also von Wein über chemische Flüssigkeiten und sonst was. Das war das beste Geschäft, was wir jemals gemacht haben, nebenbei gesagt. Hätten wir nur das gemacht und alles andere gelassen, dann wäre so manches anders gelaufen. Außerdem rechts dann haben wir mit der Firma BASF, da war ich auch sehr stark beteiligt, zusammen diese 120 Liter Fässer und Kanister entwickelt und so weiter. Das ist also Blastechnik. Und links unten, das ist ein Attaché-Koffer, der wurde auch geblasen, Boxett und so weiter. Und ich wurde, gerade für den Kubitainer, wurde ich nach USA geschickt, um die Lizenz, die wir da gekauft haben. Denn das musste man lernen, wie man sowas herstellt und wie das wirklich funktioniert, zu übernehmen und dann in Deutschland aufzubauen. Nun, da wir in der Verpackung waren, haben wir es natürlich auch mit Procter & Gamble zu tun bekommen, die Dash herstellen. Und das sind ja gewickelte Dosen. Und so haben wir dann in einer weiteren Firma, haben wir, ich weiß nicht, wie viel, 100.000 oder Millionen solcher gewickelten Dosen hergestellt. Und es wurde noch ein Kunststofffenster, das auch hier rechts unten zu sehen ist.
So sind also eine ganze Reihe, ich gehe mal nicht so sehr ins Detail, von Produktionen entstanden, die sehr gut funktionierten und auch wirklich etwas abgeworfen haben an Profit. Das war ja die finanzielle Grundlage übrigens, gell? Deswegen betone ich das so hier für die Langensteinbacher Höhe. Im Ausland wollte man dann natürlich auch die Geschäfte ausdehnen. Und so hat mein Bruder mich nach Mexiko zunächst geschickt. Links ist das Gebäude der Universität in Mexiko-Stadt. Und da steht ja Elberwerk drunter, Ettlingen-Baden. Und der Name unseres Vertreters, das war ein deutscher Jude, Dr. A. Timberg. Ja, da war ich also dann ein halbes Jahr erst in Mexiko und dann nochmal ein halbes Jahr auf Kuba. Und so war ich also längere Zeit im Ausland und mein Bruder wollte natürlich auch, dass ich ein bisschen breiteren Horizont in meinem Denken kriege. Und ich kam zurück, habe eine praktische Zeit gemacht, dann das Studium begonnen, und zwar Maschinenbau in Karlsruhe in der damaligen Technischen Hochschule, heute KIT genannt, Universität. Und dann hat man mich, nochmal habe ich das Studium unterbrochen, habe mich nach Amerika geschickt, um Elba Corporation of America da aus der Taufe zu heben und den Markt aufzubauen. Naja, so ist also sehr viel auch im Ausland geschehen. Nun, wir waren ja heilsgeschichtlich informiert. Und deswegen hat uns gerade bei den Reisen, hat uns dann Israel interessiert. Und der Nahe Osten generell. Nicht nur das Land selber, also 1963 war ich übrigens das erste Mal in Israel, und auch die ganzen umliegenden Länder, also Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, haben wir alle besucht. Hier kommen wir gerade vom Hotel in Kairo und machen uns auf den Weg zu den Pyramiden. Mein Bruder steht oben auf der Cheops-Pyramide. Damals durfte man noch aufklettern mit einem Bergführer. Hier sehen Sie, links steht der Bergführer und zeigt einem, wo man also einigermaßen einen Weg findet, wie man ohne Hilfen da hochkommt. Das war natürlich für uns alles interessant, denn wir haben immer im Hinterkopf dieses Ägypten gehabt, sind auch nach Luxor dann gereist und haben diese Königsgräber angesehen und so weiter. So hat uns das interessiert. Und wir waren auch zusammen in Israel. Nun, es ist naheliegend, wenn man so erfüllt ist von einer Botschaft, dass man dann sagt, wie kann man die Botschaft auch anderen nahebringen? Und da waren auch Karl Geyer und Adolf Heller und Schumacher und so. Die waren da auch sehr stark daran beteiligt damals, dass sie sagten, wir wollen diese Botschaft überkonfessionell weitertragen. Und deswegen ist dazu ein Ort notwendig. Und zwar ein Ort, der unabhängig ist von irgendeiner kirchlichen Organisation. Damit wir diese heilsgeschichtliche Botschaft christozentrisch und schriftgetreu nach dem ganzen Wort Gottes überkonfessionell weitergeben können. Das war der Hintergedanke. Als ein Ganzes der Führung Gottes, wie er seinen Willen durchführt. Geyer und Heller haben dann es einmal versucht, aber es fehlte einfach die finanzielle Grundlage. Und deswegen hat auf dem Totenbett 1955 ist Karl Geyer gestorben, hat er gesagt, Hartmut, du bist derjenige, du hast die entsprechende Ausgangsposition, auch finanziell, der sowas beginnen sollte und kann. Jetzt war die große Frage, wo? Natürlich. Wir haben zunächst ans Geisttal bei Herrn Alp gedacht, weil man in viel kleinerem Rahmen natürlich gedacht hat. Dann hat man an Baden-Baden, an Annaberg gedacht, Fuß des Merkur. Und
Dann kam ein Hinweis vom Landrat und das hat mein Bruder dazu geführt. Er war ja begeisterter Flieger, Pilot. Er hatte sich von den Firmen ein Flugzeug gekauft und hat die Gegend auch abgesucht und ist dann diesem Hinweis vom Landrat nachgegangen und hat mal in Langensteinbach geguckt, denn da war von einer Höhe die Rede, die über Langensteinbach liegt. Und siehe da, das ist also das damalige Gelände, das er vom Flugzeug aus aufgenommen hat. Da befinden wir uns jetzt. Ja? Das war nach dem Krieg, wurde das völlig abgeholzt von den Franzosen, wieder aufgeforstet. Und das war also ein ganz junger, niederer Wald. Einzelne große Bäume standen noch, aber die weitaus größte Fläche war also sehr niedere Schonung. Da unten übrigens ist das Schwimmbad zu sehen, das gibt es ja noch. Da bin ich schon im Jahr 47, 48 mit dem Fahrrad von Ettlingen raufgefahren, weil das naheliegend ein gutes Schwimmbad war, im Gegensatz zu Ettlingen damals. Naja, also, dann, damit Sie das Gelände auch sehen, hier sind die Grenzen eingezogen, das sind 13,6 Hektar gewesen. Ein Gespräch mit dem Bürgermeister Ried, dessen Sohn übrigens hier sitzt, hat dazu geführt, dass Bürgermeister Ried diese Grundidee gut verstand und wohl verstanden hat, dass damit auch der Ort gefördert wird, wenn dazu was entsteht. Es war bei ihm wahrscheinlich nicht die geistliche Dimension, die er darin gesehen hat, sondern es war seine Bürgermeisteraufgabe. Und so hat er uns also dieses Gelände verkauft. Hier sieht man den Handschlag des Abflusses. Jetzt nehme ich Sie mal mit in den Beginn. Das war also der Kauf des Grundstückes und die Gründung des Vereins war 29. Januar 1959. Und dann begannen wir mit den ersten Arbeiten. Was macht man da? Man baut mal einen Zaun drumherum. Das sehen Sie in der Mitte. Wir haben dann Mitarbeiter natürlich von unseren Firmen auch immer noch mit dazu genommen. Und da bin ich gerade dabei, mit einer Wasserwaage festzustellen, ob dieser Zaun auch wirklich senkrecht steht. Links hat mein Bruder offensichtlich Durst, wie man sieht. Und dann, auch sehr bald, hat man dann gesagt, ja, Gelände ist ja gut, aber wie fangen wir denn an? Nun, das ist naheliegend, ein temporärer Bau aus Holz ist doch das nächstliegende. Jawohl, das wird gemacht. Und das ist das Schnurgerüst, was da entstand. Links oben ist Hans-Dieter Ruf, auch ein Gründungsmitglied. Und unten, man sieht ihn kaum, Hanno Daum. Und weil man den so schlecht sieht, habe ich ihn hier nochmal abgebildet. Ja? Und das ist seine spätere Frau, die hier sitzt. Und uns anschließend noch ein paar Minuten etwas hinzufügt. Dankeschön im Voraus. Ja. So ist also das so langsam. Ach ja, ich habe etwas vergessen. Rechts ist der Architekt noch zu sehen. Das ist der Arthur Muhl. Das war ein sehr begabter Referent auch. Und den haben wir eigentlich über den Glauben kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, wenn das schon ein gläubiger Bruder ist, dann könnte er doch auch unser Architekt sein, denn er war von Beruf Architekt. Und deswegen hat er hier auch dieses Schnurgerüst begutachtet. Ja, da mit den Spaten, das sind auch Gründungsmitglieder. Das ist der Roland Göhler. Das ist Julius Müller. Friedrich Debenau ist kein Gründungsmitglied, aber der lebt heute noch in Langensteinbach. Und das ist nochmal Hans-Dieter Ruf. Das sind also die Gründungsmitglieder. Und dann weiter rechts ist ja wieder zu sehen Arthur Muhl und
Martin Bodesch, der damals so eine vielfache Funktion, Hausmeister und so ein Mädchen für alles, bei uns übernommen hatte. Sein Enkel arbeitet übrigens im Technikteam. Da sehen Sie, wie das alles so weitergeht. Sehr schön. Ja, das ist Arthur Muhl mal aus der Nähe. Jetzt kommen wir also zu dem Hüttenheim, der erste Bau. Der entstand genau dort, wo heute das Jugendheim steht, da drüben. Das ist der Rohbau, kann man sagen. Und es hat sich dann ergeben, dass Robert Schad, ein früherer Missionar der China-Inland-Mission von Hudson Taylor, der für Liebenzell arbeitete, zu uns kam und wir dann uns entschieden, dass wir doch zusammenarbeiten. Und er war auch sehr praktisch veranlagt. Er hat dann während des Baus so etwas Bauleiter und koordinierende Funktion übernommen. Später war er dann der erste Hausvater, wie man damals sagte. Ja, und das ist also das Hüttenheim, wie es aussah, als erstes. Und der Architekt, sehr stolz, zeigt hier, was er geschaffen hat. Arthur Muhl. Das war der große Saal dort. Ja? Und zwar Speisesaal und Vortragssaal, Gebetsraum, alles auf einmal. Das sind auch sehr bekannte Leute zu sehen. Das ist Wolfgang Jugel, dann da ist der Heinz Schumacher und die Anni Müller. Die wollen wir auch noch. Die Anni Müller ist da drüben. Das ist die Mutter von der Judith Müller im Gästebüro. Sie kennen sicherlich die Nett Müller. Zimmermann. Sie hat geheiratet, eine. Logisch, klar. Zimmermann. Ja, das war also der Raum. Und so die Küche, naja, verglichen mit der heutigen Küche, sehr eng beieinander, aber für damals immerhin erstaunlich. Und hier kann man staunen. Wir haben nämlich nicht nur Doppelbetten, sondern sogar dreifach. Da hinten. Eins, zwei, drei. Und das war selbstverständlich, dass man da so ein Zimmer bezogen hat. Heute will jeder ein Einzelzimmer, wenn es nur irgendwie geht. Nein, das war. Aber ich darf eins hinzufügen. Wissen Sie, was Vollpension damals kostete hier im Haus? 5 D-Mark. Übernachtung und Vollpension. Wir haben in unserem Geschehen der Langensteinbacher Höhe noch nie Kostendeckung gehabt durch Tagessätze. Wir decken etwa 2/3, wenn es hochkommt, der laufenden Kosten. Alles Weitere muss dann, seien es darüber hinausgehende Kosten und vor allem Investitionen, durch Spenden kommen. Ja, also, das war Hüttenheim. Da sieht man es an der schönen Balkon. Und wo jetzt das Haupthaus steht, da ist noch nichts hier. Absolut gar nichts. Unten, das war der Eingang, unten an der Straße, da haben wir ein Schild erfunden da oben. Das ist aber kein Haltschild, sondern das heißt nur Privatgelände. Meine Seele ist stille in Gott, der mir hilft. Psalm 62, Vers 2. Und dann die Einladung. Willst du stille werden, dann komm. Wir waren immer sehr evangelistisch eingestellt. Selbst das Schild hier. Ja. Ja, der Architekt hat sich so Gedanken gemacht, was man für Gebäude da erstellen könnte. Das sieht man also in der Mitte, dieses große Gebäude, das nachher auch entstand. Und dann die ganze Randbebauung hatten wir sowieso vorgesehen, denn es kamen nun viele, viele Gläubige aus Deutschland, die hier mitmachen wollten. Und die mussten auch irgendwie unterkommen. Deswegen haben wir dann das. Es gab dann ein Modell, da sieht man, der linke Flügel dieses Baus, der ist so entstanden.
aber der rechte, das sollte der große Saal sein mit einem trapezförmigen Raum, der ist so nicht entstanden. Das haben wir anders gemacht. Ja, ich möchte aber etwas schneller den Überblick. Die Arbeiten begannen, rechts, links nochmal der Hügel und dann ging es mit den Erdarbeiten los. Und wie ich schon sagte, es kamen auch eine ganze Reihe gläubige Handwerker aus Deutschland, die sagten, ja, da wollen wir mitmachen. Ich glaube so an die 40, darunter zum Beispiel die ganze Familie Gesk, die heute sehr bekannt ist hier, ist nur deswegen hierher gekommen, weil der Großvater oder der Vater, je nachdem, welche Generation man sieht, war hier in der Führung des Teams, die das ganze Gebäude gebaut haben. Und rechts Robert Schad in seinem Baubüro. Ja, das sind dann links das Untergeschoss des Hauptbaus, wie er heute steht. Und rechts ist der SR1, Seminarraum 1, also wer sich auskennt, der hat hier noch keine Decke. Und links davon ist das Familienzimmer 28. Man sieht, das sind übrigens die ganzen Teile, sind bei uns in den Firmen hergestellt worden. Da sieht man also auch die Deckenträger. Das waren in der Zwischenzeit vorgespannte Betonträger und Deckensteine und so weiter. So ist also immer in Kooperation mit den Firmen, nicht nur finanziell, ist so manches entstanden. Das ist die Fassade, die gerade gebaut wird. Und Arthur Muhl hat seinen Sohn hergeschickt, um die technische Bauleitung zu übernehmen. Er trägt gerade einen großen Topf mit der Schwester von Helen Groß, die ja im Haus auch sehr bekannt ist. Ja, das war so in der Endphase dann der Rohbau. Von hinten her, da ist also heute der Kaffeegarten und der Bau, der da rausragt, das ist der Vortragssaal. Drüben jetzt SR2 und Bistro. Das ist die Fassade. Man sieht, mein Bruder wollte auch unbedingt eine Arztpraxis haben, damit er genügend Platz hat, wurde hier also ein Vorbau, eine Art Balkon noch hinzugebaut, der allerdings geschlossen ist. Ja, man sieht auch einige schöne alte Autos. Also es ist so manches, was einen erinnert an die damalige Zeit. Und so war dann der Bau fertiggestellt. Und das Motto, das sehen wir heute noch an der Wand. Die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Epheser 4, Vers 15 ist es, glaube ich, ja. Dieser Spruch hat den Standort gewechselt, weil wir ja dazu gebaut haben. Da musste er woanders hin, aber er ist noch zu sehen heute. Übrigens, gucken Sie mal die Bäume an und wie die heute aussehen. Sieht man sehr deutlich. Ja, wir hatten einen eigenen Eingang, es gab ja die Klinik noch nicht. Von unten sind wir reingekommen, direkt von der Idersbacher Landstraße. Und da ist nochmal ein Luftbild, dass man eben den Bau sieht, wie er neben dem Hüttenheim, links davon ist das Hüttenheim zu sehen, platziert ist. Und jetzt machen wir mal einen zeitlichen Sprung. Und zwar, das ist, wie gesagt, die damalige Zeit und der Bau in seinem ursprünglichen Umfang. Und jetzt gehen wir mal so knapp 50 Jahre in die Zukunft. Hoppla, das sieht doch erheblich anders aus. Da ist sehr viel dazugekommen. Ich zeige Ihnen noch, wie das im schrittweise entstanden ist. Nicht nur die Bäume sind gewachsen, sondern auch das Gebäude. Und nochmal etwa 15 Jahre und dann ist der Ostflügel voll durchgezogen. Und
wir sind in dem Endstadium, in dem wir uns heute befinden. Ja, aber nochmal zurück, bisschen langsamer. Das ist also, wie gesagt, das ursprüngliche Gebäude. Links oben war eine offene Terrasse, in der die Leute in der Sonne sich liegen konnten. Aber und dann wollen wir mal doch auch die Menschen, die da gewirkt haben, die sind ja immer sehr, sehr wichtig. Robert Schad hat sehr viel beigetragen in seiner sehr persönlichen Weise. Und das ist so ein typisches Bild, wer ihn kannte. Also diese Hand, die ist, kann nur eigentlich Robert Schad in dieser ganz speziellen Weise hochgehalten haben. Ja, und die anderen Brüder aus der Bewegung, da ist links Adolf Heller zu sehen, Robert Schad und dann auch Muhl. Und die Konferenzen haben sich meistens auf der Treppe draußen getroffen, die es heute noch gibt übrigens. Kleinen drüben im SR2 geht eine Treppe hoch. Da haben die sie alle aufgestellt, da wurde ein Bild gemacht. Und da sieht man auch den Adolf Heller unten und den Robert Schad und den Hans Heck, wer also den Namen noch kennt, der hat in der Jugend hat er sehr viel gewirkt. Ja, und da ist auch nochmal ein Bild, es sind ein paar mehr, da ist also Muhl, Mössinger, Werner Stäubli, Willi Schirmacher, Heinz Schumacher und der zweite Hausvater, nämlich Erich Luban. Das steht hier schon drauf. So, jetzt zu den Räumen nochmal. Das war also unser großer Vortragssaal. Heute SR2 und Bistro. 180 Sitze, da würden noch nicht mal Sie reingepasst haben, denn das sind 220 etwa Sitze hier. Also es sind 180 nur gewesen. Und da hat man den Sonntagsgottesdienst gehalten. Da ist so ein Sonntagsgottesdienst, die Heimschwestern in der ersten Reihe. Da sehen wir also auch noch die Frau Mannherz heute als zweite und dann nochmal die Anni Müller. Und dann vor allem, das ist, der hier ist mein Vater und hinter ihm sitzt einer der Handwerksbrüder, nämlich Ehrenfried. Das war der Elektriker, der die ganze Elektroinstallation gemacht hat. Und das wurde alles sehr eng, denn wir haben Gott sei Dank viele, viele Menschen angezogen. Und dann hat man sich überlegt, ja, was tut man? Wir haben nebendran das kleine Foyer, das war alles, weiter gab es nichts. Und hinten dran der Speisesaal, den Sie kennen, der hat sich nicht verändert, außer eine Renovation. Und dann hat man sich gesagt, ja also, wir müssen den Speisesaal mit einbeziehen. Der Speisesaal war ganz schnell voll am Sonntag. So viele Leute sind immer wieder gekommen. Die Kanzel, die stand hier, da vorne. Und der Prediger hat einmal in der Richtung gepredigt, einmal in der Richtung, immer so hin und her. Dass das ein Provisorium ist, ist ja klar, aber man hat es irgendwie überbrücken müssen. Ja, und hier sehen wir nochmal Erich Luban, der damalige Hausvater, und dann sein Nachfolger Manfred Mössinger. Also das Erste, was wir hinzugefügt haben, ist das Foyer. Das wurde etwas erweitert, den Schrank, der steht noch im Foyer heute, den sehen Sie noch. Und rein äußerlich, wir brauchten mehr Zimmer, nicht nur mehr Raum für den Gottesdienst. Und deswegen wurde diese Dachterrasse ausgebaut. Hier sehen Sie ihn rechts, auf der rechten Seite, wie hinten, wo der Kran steht, die Dachterrasse mit Fertigbauteilen ausgebaut wird, sodass dort Zimmer entstanden.
Und wir haben den Speisesaal erweitert. Das ist also auf dem rechten Bild hier, sieht man erstens oben auf der Terrasse den Fertigbau, dann aber auch die Erweiterung des Speisesaal 2. Die Küche wurde erweitert und Thomas Pfeil ist heute noch unser Küchenchef. Hier steht er, sieht ein bisschen jünger aus. Wir waren immer darauf eingestellt, meine Mutter hat übrigens sehr viel dazu beigetragen, nebenbei gesagt, dass wir hier die Technik verwenden, um das Wort auch auf diesem Medium weiterzutragen. Und das geschah im Mediendienst, heute auch noch. Nur ist er viel größer. Das war der Mediendienst damals. Und ein der junge Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der hat also das... Bitte? Ja? Ah, also, ich hätte das jetzt nicht, danke, ich hätte das jetzt nicht gewusst. Damals hat man natürlich Bänder gehabt und so weiter und deswegen ist das natürlich eine ganz andere Zeit gewesen. Auch die Haustöchter, wie sie hießen, sahen ganz anders aus. Sie hatten Trachten, sie hatten Hauben und das war irgendwie selbstverständlich. Also ich glaube, wenn man heute den jungen Mädchen so eine Tracht aufdrängen würde, naja, das wäre also, ja. Und jetzt als nächstes haben sie ein bisschen musiziert, ja, und meine Schwägerin hat hier in der Schule noch gewisse Fächer gelehrt. Das Hüttenheim haben wir dann ersetzt durch das Jugendheim. Das ist heute weiß, damals hatte es diese dunkle Fassade. Und dann kamen also die Häuser, Privathäuser am Rande dazu. Und wir sind also sehr stark gewachsen, sodass also auch die evangelische Kirche dann sich das ansehen wollte und der Landesbischof uns besuchte, nämlich Landesbischof Heitland. Damals hat auch der Landrat uns gesagt, wir haben große Probleme, Pflegepersonal zu bekommen. Das ist also keine moderne Erscheinung, das war damals schon so. Und deswegen wollte er uns dazu kriegen, dass wir ein Krankenhaus bauen, ganz im Sinne meines Bruders, und eine Pflegekraftschule dazu nehmen. Und das ist auch geschehen. So hat man also das Krankenhaus geplant zunächst. Und so ist es entstanden. Und das war der Bürgermeister, der uns damals sagte, wenn wir fertig sind damit, werden von den Krankenkassen kostendeckende Pflegesitze bezahlt. Das ist aber niemals geschehen, bis zum heutigen Tage nicht. Deswegen konnten wir das auch nicht lange halten. Das war die Schule, es waren all die Schüler, die wir ausbilden durften als Pflegekräfte. Ich habe zum Beispiel Physikunterricht gegeben für die. Ja, das sind also die Urgebäude zu der Zeit, als wir noch die Klinik betrieben haben. Die stehen heute noch, nur ist sehr viel mehr dazugekommen. Wir mussten also, der Landrat sagte, wir würden die Verluste gerne ersetzen. Allerdings ist eine Privatklinik, das geht gesetzlich nicht. Das muss in die öffentliche Hand in irgendeiner Weise. Und so hat sich dann SRH, das heißt Stiftung Rehabilitation Heidelberg, ist da eingesprungen und hat die Klinik übernommen und entsprechend ausgebaut. Ich will das nur kurz so vermerken. So. Jetzt natürlich der große Saal. Das war eine absolute Notwendigkeit, denn die engen Platzverhältnisse haben wir ja gesehen. Und da ist ein Modell entstanden und jetzt der Unterbau. Und es ist ein Stahlbau da oben. Also das ist alles heute noch so. Gell? Das war der Rohbau innen. Und das sind die Stühle, die heute noch da stehen.
Das sind nicht die gleichen, sondern dieselben heute noch sogar. Das blaue Liederbuch gibt es heute auch noch. Allerdings seit der Jesuswoche gibt es überhaupt keine Liederbücher mehr. Und selbst das Grüne, Nachfolge vom Blauen, ist auch eigentlich von der Jugend her schon überholt. Der Beamer hat uns überholt. Ja, ja. Und das war die Eröffnung des großen Saales, damals noch hinten mit einer Wand, die also hier war, ohne diesen Saal. Die nächste Stufe war das vierte Obergeschoss 2002, denn wir brauchten mehr Zimmer, wir haben ständig erweitert. Das ist also nun hier der Fall, und zwar mit Fertigteilen wurde das aufgebaut und hat dann so ausgesehen. Das sind natürlich die Zimmer, die den schönsten Blick haben, kann man sich ja denken. Und nun, die Fassade war auch sehr aufgefrischt worden dadurch. Jetzt kam Andreas Schäfer und sagte, ja, wir brauchen aber auch einen Vortragssaal, den kleinen Vortragssaal für die Konferenzen, nicht nur den großen. Es geht also um diesen. Und der ist dann entstanden, das sind die Erdarbeiten hier unten. Und rechts im Bild sieht man also die Rückwand, die hier die Fassade war. Und das ist das Untergeschoss. Und dann kommt der Rohbau. Man sieht auch das Fundament schon für den Glasgang da unten, den gebogenen, damit man direkt rüberlaufen kann. Vorher musste man nämlich in den Keller nach hinten und dann in den großen Saal. Das war alles sehr umständlich. Und das ist der Raum, in dem wir sitzen. So ist es entstanden. Jetzt können wir wirklich, wie im letzten, gestern, ja, 800 Leute hier unterbringen. Da sieht man es, alles in der Richtung schauend. Und für die das da vorne zu weit ist, das sind nämlich 30 Meter, sogar noch eine Projektionswand. Corona hat uns dazu gebracht, dass wir die Technik sehr ausbauten. Wir hatten zwar schon immer eine relativ gute Technik, das ist also die Regie im großen Saal. Wir brauchen immer 4 Leute für einen Gottesdienst. Und das ist also die Regie, wo Ton, Bild und Projektion geleitet wird. Und die Sendung ist dort. Ich durfte da zeitlang die Verantwortung auch tragen. Da haben wir also dann gesendet ab Weihnachten 2005. Da haben wir angefangen damit. Und hier, jetzt sind wir hier in dem Saal, denn während Corona wollten wir aus den verschiedensten Orten senden, nicht nur aus dem großen Saal. Und deswegen hat man also hier da vorne dieses Rack, wie man sagt, eingebaut und da können wir senden. Und das treueste Mitglied des Technikteams ist die Angelika Link, die hier sitzt. Und so sieht es dann in der Sendung aus, Friedhelm Schröder. Ja, also jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Das ist der Kaffeegarten, der noch draußen ist. Und einfach nur ein Überblick, da sieht man den Spruch wieder. Da sieht man, wie aus der Luftperspektive die Gebäude zusammenhängen. Und die Klinik ist erheblich gewachsen. Die hat also sehr viele Gebäude hinzugefügt. Es ist also wirklich ein großes Unternehmen geworden. Und da hinten ist auch noch das rote Dach, Behindertenwohnheim. So, jetzt aber noch zu den Menschen. Der Initiator hier im Alter und rechts mit seiner ganzen Familie und die Hausväter und Leiter, müssen wir uns noch mal ansehen, die alles hier mitgeprägt haben, Robert Schad, Erich Luban und Manfred Mössinger, der 17 Jahre da war, die anderen beiden je 12 Jahre. Und dann im Jahr 2000 ist Andreas.
Naja, hier lächelt er etwas stärker. Ich sehe aber kritische Blicke. Und im Jahr 2003 war also die berühmte Stabübergabe, nämlich die Leitung des Vereins, der Vereinsvorsitz und die Leitung des ganzen Werkes, hat mein Bruder zu seinem 80. Geburtstag weitergegeben an den Andreas und mit Handschlag besiegelt. Und in dieser Zeit ist nun sehr, sehr viel entstanden. Damit Sie einen Unterschied sehen, habe ich hier einen Vergleich. 1981 ein Kalender und 2023. Sehen Sie, wie einfach der, es waren einfach Konferenzen aneinander. Jetzt haben wir bis zu 5 Veranstaltungen parallel. Aber bei nicht immer, aber links oben sind es also zufällig gerade 5. Und wir erreichen alle Altersgruppen und alle Interessen werden abgedeckt in irgendeiner Weise. Man geht ein auf die Menschen, um die Botschaft zu verbreiten. Und wir haben dann auch 2003 ganz offiziell eine Gemeinde gegründet, eine Hausgemeinde. Denn vorher haben wir immer gemeint, wir dürften der Kirche hier am Ort keine Konkurrenz machen und haben deswegen keine offizielle Gemeinde im Haus gehabt, sondern nur einen Gottesdienst am Sonntag. Auch das war ganz am Anfang zur Frage gestanden. Und diese Gemeinde hat also auch, deckt alle Bedürfnisse der Menschen, die dazu gehören, ab. Wir haben auch große Veranstaltungen. Das ist Jesuswoche, war ja vor kurzem, mit einer großen Leinwand auf der Seite. Die Bühne war zu klein, denn da ist also Musik, Theater, Anspiele und Verkündigung des Wortes und so weiter. Das ist ein Gesangsteam, was sich da... Ja, da sieht man also, wie das in die Breite gegangen ist. Jetzt hat aber die Behörde hat uns plötzlich Schwierigkeiten gemacht. Sie sagte nämlich, ihr erfüllt den Brandschutz nicht. Wir sind an der Grenze eines erdbebengefährdeten Gebietes. Ihr habt nicht die richtigen Fundamente. Und außerdem ist euer Hygienebereich entspricht auch nicht den Vorgaben. Gut, ich will es kurz machen. Hygienebereich brauchen wir gar nicht besprechen, ist im Haus. Aber wir haben gesagt, wir wollen keine Zimmer verlieren durch Fluchttreppenhäuser. Deswegen wollen wir lieber das ganze Gebäude so verlängern, dass wir sogar noch zusätzliche Zimmer haben. Und so ist es auch geschehen. So sieht das Gebäude heute aus. Vorher war es also, endete es hier und das wurde angebaut und noch ein Glasgang rüber zum großen Saal und das ist die Fassade von hinten. Das ist also der jetzige Zustand mit all dem, was also notwendig ist und wir können die Brandschutzerfordernisse auch nachweisen. Jetzt noch zu den Fundamenten, das sieht man hier, da ist das Fundament erheblich verbreitert worden, hier unten, da ist so ein Betonbunker entstanden, da hat man aus der Not eine Tugend gemacht und sagte, da können wir Büros reinmachen, außerdem können wir unseren Eingangsbereich etwas aufmotzen. Und hier ist während des Umbaus, sieht man, was da geschehen ist, damit eben auch Barrierefreiheit gewährleistet ist, das heißt keine Stufen, hat man die ganze Straße angehoben und heute kann man also ebenerdig raus. Das war also die alte Rezeption und so sah sie aus. Und das ist also die neue schon. Übrigens dieses Gitter, da hat ein Mitarbeiter der Firmen, dessen Hobby Schmieden war, für uns gemacht. Deswegen wird es auch aufbewahrt. Da oben steht, der da ist, der da war und der da kommt.
Und der Eingangsbereich sieht aus wie ein Drei-Sterne-Hotel. Das ist aber nicht protzig zu verstehen, sondern einfach aus der Notwendigkeit. Und so sieht der Eingang also heute aus. So, und als letztes, damit wir überhaupt noch einen Überblick haben, da ist also hier die ganze Klinik. Dann das Jugendheim hat eine weiße Fassade gekriegt. Hier sind Privathäuser. Das ist das sogenannte Landhaus. Und da hinten das MIWO, Mitarbeiterwohnheim. Und wir wollen mit Blumen enden. Und damit wir eine gute Erinnerung haben, wir sehen also auch dieses Jugendheim, wo heute der Jugendpastor wohnt und außerdem unser Technikchef Christoph Reimers und außerdem die jungen Leute, die hier ein Jahr verbringen. Ja, soweit haben Sie jetzt mal einen Überblick bekommen und es ist doch wirklich zum Staunen und zum sich Freuen. In jeder Dimension ist es gewachsen, nicht nur im Bau, sondern auch in dem Angebot, in der Möglichkeit, Menschen zu erreichen, auf so vielfältige Weise. Und das erfüllt uns mit Freude. Lore, willst du noch was dazu sagen? Licht. Ist doch hell genug. Ist wirklich hell. Ja. Tja, nach so einem versierten Vorredner wage ich fast nicht, hierher zu treten. Aber im Zusammenhang mit dem Holocaust hört man oft das Wort Zeitzeuge. Auch ich bin eine Zeitzeugin, zwar in Zusammenhang mit einer ganz anderen Sache. Als Eckhard Meyer mir erzählte, dass er heute seinen Vortrag hält, 65 Jahre La Hoe-Geschichte, fragte ich ihn, ob ich vielleicht auch als Frau im Hintergrund etwas von meinen ersten Eindrücken erzählen dürfte. Ich sage Frau im Hintergrund. Warum? Ich bin Lore Daum, die Frau von Hanno Daum, der zu den 7 Gründungsmitgliedern gehörte. Mein Mann ist leider vor 4 Jahren schon verstorben, aber Eckhard Meyer und mein Mann, beide sind sie 1934 geboren, kennen sich schon seit der frühesten Jugend. Sie wurden beide in der Johanneskirche in Ettlingen konfirmiert. 1958 im Sommer. Hanno Daum heiratet in Bretten mich, Lore. Als musikalische Umrahmung unseres Traugottesdienstes kam Eckhard mit dem Jugendbund Ettlingen, den mein Mann leitete, und sangen uns ein Lied. Dabei war auch Eva Maria Meyer, die spätere Eva Maria Schröder, als 6-jähriges Mädchen. Da mein Mann in den Firmen von Dr. Meyer arbeitete, durften wir eine Wohnung, eine Werkswohnung in Ettlingen beziehen. Lange Zeit zuvor sagte mein Mann einmal zu Dr. Meyer: Ich möchte gern in die Mission gehen. Worauf er erwiderte: Du hast deinen Platz hier, warte nur ab. Und so kam es dann auch. Von Anfang unserer Ehe waren in der Meyerschen Wohnung in der Rheinstraße in Ettlingen
die Sitzungen bis oft in die Nacht hinein. Man hatte Großes vor. Irgendwann, in Arosa, wurde der Gedanke einer überkonfessionellen Verkündigungsstätte des vollen Evangeliums geplant. Ja, aber wo sollte dies geschehen? Robert Schad war auch bei diesen Sitzungen oft in der Rheinstraße. Er war Missionar der Liebenzeller Mission und er war ausgesehen für dieses vielleicht zu entstehende Werk Hausvater zu sein. Jetzt aber, wo sollte dieses Haus gebaut werden? Dr. Meyer überflog mit seiner Cessna die Herrenalber-Gegend und wie gesagt auch die Baden-Badener-Gegend. Aber irgendwie kamen diese Dinge nicht zustande. Langensteinbach war der Ort, der ausersehen wurde. Und das hatte auch noch einen anderen Grund. Hier in Langensteinbach war ein weit vorausblickender Bürgermeister, Karl Ried. Sein Sohn ist ja hier. Und er verkaufte gegen den Widerstand der Gemeinderäte diesen Jungwald, auf dem heute jetzt das Areal, also der Langensteinbacher Höhe und ein Teil des Krankenhauses steht. Stimmen aus dem Forst waren damals laut. Wie kann man Jungwald opfern? Doch Karl Ried machte sich nichts aus diesen Äußerungen. Er beschwichtigte seinen Gemeinderat und er hatte auch recht. Durch die Langensteinbacher Höhe und durch das Krankenhaus wurde Langensteinbach über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus bekannt. Ja, sogar der Politiker Schäuble wurde drüben im Krankenhaus behandelt und zur Langensteinbacher Höhe kommen Leute aus ganz Deutschland. Ja, so hatte Karl Ried recht zu diesem Bekanntheitsgrad, der durch die Langensteinbacher Höhe gefördert wurde, kam auch noch hinzu, dass viele Leute von Langensteinbach ihr Brot drüben im Krankenhaus verdienen können. Es war also schon ein wirtschaftlicher Aufschwung für Langensteinbach gegeben. Nachdem das Wo geklärt war, kam es auch zu der Frage des, wie soll das betrieben werden. Die Männer, also diese Bruderratsmitglieder, waren beseelt vom Pioniergeist. Sie, wie wir auch hier auf einem Bild sahen, kamen samstags hier zusammen und halfen mit, den Wald zu roden, um Platz zu schaffen für das Hüttenheim. Arthur Muhl, ein Architekt aus Zürich, der auch ein künstlerisches Auge hatte, ging durch das Gelände und ich höre ihn heute noch sagen, diese Lärchengruppe bleibt stehen. Er wollte einfach, dass das Hüttenheim, das Heim aus Holz, in einer guten Symbiose zu dem Wald steht. Es sollte wirklich eine Harmonie von Holz sein. Im Sommer 1959, also vor 65 Jahren, war es soweit, das Hüttenheim wurde eingeweiht. Und wer betrieb außer den Männern, die ihre Gaben und ihre Zeit einsetzten? Mein Mann zum Beispiel machte die Buchhaltung des Hüttenheims über die ganze Zeit. Ferner schrieb er
alle Protokolle bis zum Beginn seiner Krankheit und korrigierte die Gemeindebriefe. Also das nur nebenbei. Aber man brauchte eben auch Leute, die hier voll verantwortlich arbeiteten. Und so kam neben Robert Schad auch Martin Bottesch, der für alles zuständig war im Hüttenheim. Als erste, also in der Küche, war Hanna Debenau die Köchin. Sie arbeitete zuvor im Haushalt bei Meyers. Auch Gertrud Mannherz und Inge, die später den Robert Schad Junior heiratete, arbeiteten dort mit. Und die Verantwortung für das ganze wirtschaftliche Geschehen lag in den Händen von Inge Meyer. Das Hüttenheim war rationell aufgeteilt. Es war also dieser große Vortragssaal von Ost nach, also von Süd nach Nord, und dieser Vortragssaal war zugleich Speisesaal. An Vierertischchen saß man. Parallel zu dem Vortragssaal waren auf der einen Seite der Küchenbereich und auf der anderen Seite die Schlafsäle. Ich nenne sie Schlafkabinen, besser gesagt Schiffskajüten. Denn ich war einmal auf einer Konferenz und wohnte mit Irmela Ruf in einer solchen Kabine. Es waren 2 Stockbetten, es gab aber auch welche mit 3 Stockbetten. Dann gab es nur noch ein kleines Waschbecken. Und die Toilette war über den Gang zu erreichen. Wenn man das heute den Besuchern der Konferenzstätte, die ein Zimmer mit Dusche und WC buchen, sagen würde, sie hätten diese kleinen Kabinen wahrscheinlich nicht in Anspruch nehmen wollen. Aber wir waren beseelt von dem Gedanken, dass es eine Stätte gab, dass es ein Haus gab, in dem das Wort Gottes, das volle Wort Gottes, gepredigt und ausgelegt wurde. Robert Schad, Adolf Heller, Willi Schirmacher, das waren so die Redner. Auch von außen kam noch, wenn ich mich recht erinnere, ein Dr. Mahler von der Hohe Mark und ein Herr Kahn aus der Schweiz. Das waren so am Anfang die Redner von außen. Seit 1959 beziehungsweise 1958 bin ich durch meinen Mann mit diesem Werk zwar nicht aktiv, aber im Hintergrund begleitend verbunden. Ich habe miterlebt, wie die von Gott initiierten Gedanken eines Hartmut Meyer mit Hilfe der geistlichen Brüder und des Bruderrats in die Tat umgesetzt wurden. Und ich wünsche nur, dass Gott dieses Werk weiterhin segnet und wachsen lässt zu seiner Ehre. Ein ganz herzliches Dankeschön an euch beide. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das ist ein sehr großes Geschenk für uns als LAHÖ, dass das nicht nur einfach die Faktenlage ist, das kann man überall nachlesen, sondern dass mit Personen verbunden wird, die tatsächlich hier sind. Und das ist natürlich für uns ein ganz besonderes Geschenk. Herzlichen Dank für die beiden Welten, die hier auf uns zugekommen sind. Und vielen, vielen Dank für euer Mit-Hineinnehmen in das Entstehen
in den letzten Jahren und Jahrzehnten in diesem Haus und dass wir miteinander dieses Geschenk unseres Gottes, das er uns gegeben hat, fördern, pflegen und im guten Sinn biblisch damit wuchern. Das ist unser Anliegen und das ist auch das Leitmotiv, ja, das über dieser Gemeinde steht, dass wir uns als Satz vor 20 Jahren gesagt haben, wir nehmen das Leitwort von Jesus, handelt, bis ich wiederkomme. Ich komme wieder, aber bis dahin handelt. Und dass das ein Stück weit geschehen ist in den letzten Jahrzehnten, kann man auch in Stein sehen. Aber nicht nur in Stein, sondern vor allem in Menschen, die hier Jesus kennengelernt haben, die hier zum Glauben gekommen sind, die hier im Glauben gewachsen sind, die hier Glaubensstärkung, Glaubensorientierung bekommen haben. Was für ein Vorrecht, ein Stück weit hier mit diesem Haus und Werk dieser Gemeinde ein Baustein des Reiches Gottes sein zu dürfen. Herzlichen Dank euch beiden. Habt uns ein echtes Geschenk gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, es ist immer wieder gut, ganz aktiv zurückzugucken und dann auch ein Stück weit aus dieser geschichtlichen Perspektive das Entstandene wahrnehmen zu können und darin deine Spuren, deine Hand erkennen zu dürfen. Das dürfen wir an diesem Ort. Und dafür danken wir dir immer wieder von ganzem Herzen. Und wir danken dir, dass du dich nicht geändert hast. Kulturen, Systeme, Abläufe, wir schmunzeln, so vieles ändert sich. Du bleibst. Dein Evangelium bleibt, deine Liebe, deine Wahrheit, sie bleiben. Danke dafür. Und es bleibt unsere ganz große Bitte am Ende dieses Nachmittags im Zurückgucken, dass du es bist, der mit uns in die Zukunft geht. So treu, wie du in den vergangenen 65 Jahren warst, so dürfen wir mit großer Erwartung und Hoffnung auch nach vorne schauen. Du bist in deiner Treue da, du hältst uns auf deinem Weg und wir bitten dich, dass du uns darin segnest und zum Segen sein lässt. Wir vertrauen dieses Haus, diese Gemeinde, dieses ganze Werk deiner Güte, deiner Bewahrung, deiner Hilfe und Fürsorge an. Und wir geben dir, Herr Jesus Christus, auch an diesem Nachmittag die Ehre. Amen. Es wurde immer angepackt auf der Lahöhe, dazu haben Sie auch heute die Chance. Zwei freundliche Menschen stehen mich da hinten bereit, die jetzt für den nächsten Vortrag der Frauenfreizeit heute Abend hier alles umbauen dürfen. Und die werden gar nicht beleidigt, wenn der eine oder andere ihnen ganz kurz helfen könnte, dann würden sie es wirklich noch schaffen, bis 7:30 das Ganze wieder so herzustellen, dass hier der nächste Abendvortrag hier stattfinden kann. Und damit das gelingen kann, kriegen Sie von mir eine Regieanweisung. Wir sind jetzt hier gut 220 Plätze. Wir brauchen aber 100 Stühle weniger. Also die ersten 100 Stühle dürfen Sie aufstapeln und hinten rechts verschwinden lassen. Und die anderen Stühle einfach aufstapeln, damit zuerst die Tische reinkommen können. Die beiden werden Sie führen, lenken und leiten. Und die nicht mitarbeiten wollen, tja, die sollten zeitnah den Raum verlassen. Einen schönen Abend Ihnen. Gott segne Sie.